Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Goodbye Deponia. Ja, im letzten Part da sind wir quasi in der vermeintlichen Hölle gelandet, aber wie sich später herausgestellt hat, handelt es sich dabei eher um eine Art Fabrikhalle für den Organon. Damals wurden hier Organon-Soldaten, überhaupt Menschen, geklont. Rufus ist eine Klonung, gut, so oft wie wir letztes Mal den lieben Rufus zerquetscht haben, dürfte es jetzt so die dritte, vierte, fünfte, sechste, achte, neunte Generation sein, keine Ahnung. Und ja, Rufus ist sichtlich sauer und möchte den ganzen Laden hier zerlegen, weil das erklärt die Sache, warum Argus und Clitus und Rufus sich so ähnlich sind. Die sind quasi alle aus einer Charge entstanden. Aber Rufus ist sauer, der will nicht mit denen gleichgestellt werden, also bauen wir hier erstmal alles, hauen wir es kaputt, Hermes zum Beispiel. Aua! So, gut. Dann den Stahlträger. Wow! Was ist das? Nein! Den auch noch! Tu es nicht! Doch! Stopp! Nein! Nein! So! Jetzt bist du dran. Was hast du getan? Du hast alles kaputt gemacht. Jetzt war alles umsonst. Na endlich, er hat's verstanden. Du hattest mit allem recht. Außer mit einer Sache. Das alles ist meine Schuld. Ich war es, der damals geglaubt hatte, Deponia sei nicht länger bewohnbar. Und ich habe den Evakuierungsplan entworfen. Ich habe Elysium erdacht und den Organon erschaffen. Als es dann soweit war, kamen mir Zweifel. Ich blieb auf Deponia zurück, um nach einer besseren Lösung zu suchen. Ich hatte alle Zeit der Welt und habe trotzdem versagt. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann nicht wieder gut machen, was ich getan habe. Ich dachte, ich hätte es verdient, mit der Schuld zu leben. Aber selbst das war noch zu optimistisch. Denn wo Leben ist, ist auch Hoffnung. Ich habe nur verdient, mit der Schuld zu sterben. Oh Gott, was haben wir getan? Heul doch! Was? 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 Sie ist immer noch tot. Was hatte ich auch erwartet? Aber irgendwas hatte Hermes doch mit ihr vor. Er wollte sie doch nicht etwa. Ich sollte dringend mal mit ihm reden. Alter! Das Spiel ist noch nicht vorbei. Alter, wo... Was? Was? Wo... Poki, Respekt. Damit hat keiner gerechnet. Ich zumindest nicht. Alter. Wir müssen Hermes finden. Er soll diesen mal wieder klonen. Hallo? Tu's nicht. Es ist zu spät, Rufus. Du hattest recht. Nein. Es gibt keine Hoffnung mehr. Nein. So ein Scheißdreck. Was mache ich denn jetzt? Na toll. Dann müssen wir hinterher. Können wir da hinterher? Nein. Können wir hier alles reinschmeißen? Vielleicht ist ja daraus entstanden. Jo. Wie heißt es doch so schön? In der Not frisst der Teufel Kakerlakeneier. Ach hey. Na, was habe ich gesagt? Die Eiweißanzeige ist gestiegen. Und die für Kohlenhydrate gleich mit? Am Ende waren das tatsächlich Kakerlakeneier. Eieiei. So, dann nehmen wir noch Öl. Ich weiß ja nicht recht. Na, Schwamm drüber. Oder Öl. Puh, das Öl scheint noch als Fett durchzugehen. Glück gehabt. Dann fehlt nur noch... Fehlt nur noch Wasser. Okay. Na, ob das wirklich noch gut ist? Ah, ich wusste doch, dass mit der Plörre was nicht stimmt. Außer der Wasseranzeige ist auch die für Mineralstoffe gestiegen. Bah, wurscht. Auf diese Weise habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Jo, dann zum Konservieren packen wir ein paar Olivenöl rein. Ein bisschen Öl sollte ich mir aufsparen. Es ist eh nicht genug Fett, um Gol wieder zu beleben. Aber nicht, dass ihr der erzählt, dass ich das gesagt habe. Okay, was fehlt denn da noch? Was? Mysteriöse sechste Anzeige, hallo? Da fehlt noch irgendwas. Hier ist alles auf Maximum. Hierüber wird der Tank befüllt. Und diese Tafel dort zeigt den Füllstand der einzelnen Komponenten an. Sieht so aus, als müsste ich heute mal nach Rezept kochen.
Was fehlt denn? Ich finde die Münze übrigens sehr schön. Was fehlt denn da noch? Wasser, Fett, Eiweiß. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Was ist das denn? Diese Anzeige ist anders, was die wohl zu bedeuten hat. Aber solange sie grün leuchtet, wird schon alles in Ordnung sein. Gibt es irgendwie einen Startknopf? Nein. Wir brauchen noch irgendetwas. Irgendetwas brauchen wir noch. Wir können hier aber auch sonst nichts tun. Gehen wir mal zurück. Hier irgendwas in der näheren Umgebung? Imbisswagentür, Frittenfett. Nee. Nein. Stechkarte. Was ist die? Da meint es aber jemand ernst mit den Überstunden. Der Arbeitsantritt liegt so weit zurück, dass die Löcher schon wieder zugewachsen sind. Eieiei, für ist das ja sowas wie eine Erinnerung. Können wir die auch noch da reinpacken? Also bitte, hier ist ein bisschen mehr Respekt vor dem Wunder des Lebens gefragt. Ach, Moment mal, warum? Komm, hier. Was denn? Das muss wohl daran liegen, dass die Löcher vom Arbeitsantritt schon wieder zugewachsen sind. Dann pack doch mal was rein. Was denn? Immer noch kein Feierabend? Das muss wohl daran liegen, dass die Löcher vom Arbeitsantritt schon wieder zugewachsen sind. Man kann sie auch nicht wegpacken. Also. Pack die doch da rein jetzt. Ach, ist ja gut. So. Ne? Ja, der Koch hat jedenfalls. Ja, ist ja gut. Also. Domizil, können wir irgendwas aufstechen oder so? Alter, da liegt Gold draußen rum. Was soll denn das? Da ist nichts. Ölmühle. Stechkarte da rein. Na, der Koch hat jedenfalls. Kann das Olivenöl nochmal durchpacken? Schon cool. Nee. Gut, dann nochmal raus. Ist hier irgendwas? Da kommen wir so nicht dran. Klonlabor. Oh, Goal. Das Rohr? Hä? Okay. Vampir-Schnabeltier? Mach mal Löcher rein. Bitte? Das klappt sogar. Danke. So. Oh Gott. Ah. Oh, wie süß. Und weg ist es. Haben die irgendwie. Na, so? Mein Kleines, hast du Hunger? Ist ja schon gut. Daneben nicht. Genau, sonst nichts hier wegnehmen, oder? Aus den Eiern. Ich glaube, wir müssen alle Werte auf 3 bringen. Bisher haben wir alle Werte auf 2. Also, Konsole. Was denn? PlayStation 3? Quatsch. Ne. Achso. Okay, das passt. Da fehlt noch überall was. Schalter? 1. Da können wir 3er-Pack machen. Okay. Gehen wir nochmal zurück zum Innenhof. Jetzt dürften wir eigentlich hier Stechuhr. Ich genehmige mir mal eben einen Schluck, während er dorthin läuft. So. Hurra! Herzlichen Glückwunsch! Sie haben einen neuen Überstundenrekord aufgestellt! Damit Sie sich immer an diesen schönen Augenblick erinnern können, erhalten Sie eine tolle Gratifikation. Knoblauch! Denn gerade im Alter ist Knoblauch gut fürs Gedächtnis. Und Ihren Überstunden nach zu urteilen, sind Sie jetzt sehr alt. Viel Spaß bei Ihrem verdienten Feierabend! Beste Ansage ever! Komm dir mit! Eine Knoblauchzehe, Hammer, Jodsalz, okay für Mineralien. Gehen wir doch mal da rein. Ansonsten ist ja nicht viel. Kohlenhydrate. Keine Chance. Sie ist total zugerostet. Ein Hindernis nach dem anderen. Dann ölen wir das Ganze doch einfach mal. So. Wer sagt's denn? Es hat tatsächlich funktioniert. Unfassbar. Kann es sein, dass ich gerade tatsächlich einen Verwendungszweck für Oliven entdeckt habe?
Na, das wäre doch mal was. So, Frittenfett. Und Jodsalz. Und Pommes. Und Plörofitz. Und das war's, glaube ich. So, wir haben. Was ist denn Plörofitz? Plörofitz? Das war früher mal mein Lieblingsgetränk. Ich habe mich immer gefragt, wie sie es hinbekommen, dass es im Dunkeln leuchtet. Und dass es sogar beim Urinieren noch leuchtet. Gut, das. Das, ja, sollte denn wohl, glaube ich, reichen. So, gehen wir mal zum Domizil. Jetzt haben wir nämlich Knoblauch. Ich wette, mit dem können wir die Vampirfledermaus da. Also das Vampir-Schnabeltier. Ich finde es schön, dass die Schnabeltiere wieder eingebaut wurden. Hier verscheuchen. Dann können wir, kommen wir an das Eiweiß ran. Ein kleines, hast du Hunger? Wobei. Ach, egal. Friss. Goldig. So, was hat's zu tun? Das kommt doch gut klar. So, jetzt haben wir nochmal alle Bestandteile zum dritten Mal zusammen. Und nun. Ja, gehen wir mal hier hin. Gehen wir mal nicht hier hin. Da lang. Und dann da lang. Und dann da lang. Und Rufus, do your thing. Mach den Koch. Hierüber wird. Und die sieht so. Also, mach den Koch Frittenfett. Das wird lecker. Oh ja. So, Nummer 1. Dann ein bisschen Mineralien. Sagt man doch so schön, was der frisst, das bist. Genau. So, Mineralien. Dann noch Kohlenhydrate. Zu den Grundbausteinen des Lebens. Pommes. Alles klar, dann nehmen wir ein bisschen Eiweiß. Und da hätten wir Eiweiß. Zum Glück gibt's keine Anzeige für den Cholesterinspiegel. Denn dieser wäre astronomisch. Plörofitz ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel. Es gab Monate, da habe ich mich von nichts anderem ernährt. Eieiei. So, gut, dann können wir jetzt, glaube ich, wieder zur Konsole gehen. Also nach oben. Weil da war nämlich der Hebel, um das Ganze in Gang zu kriegen. Ja, dass sie einfach umgebracht hat. Das ist ja mal die Härte gewesen. Und Goal liegt immer noch tot rum. Ich will, dass sie wieder lebt. So. Wir brauchen den einen. Was? Das reicht doch, oder nicht? Knopf. Ja, den. Wo ist das Problem? Wenn ich diese Anzeigen hier richtig deute, geben sie Auskunft über den Füllstand der Maschine. Diese Anzeige, was die wohl... Aber solange... Ja, warum kannst du... Hermes. Ah, okay, das ist wohl der Code für Hermes. Ja. Einmal bitte. Hey, 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 hey. Mach's nicht! Nein! Nicht! Ach! Das ist doch zum Mäusemelken! Na, super! Wie ist denn das, wenn wir direkt zwei von denen machen? Können wir wenigstens einen aufhalten? Hebel! Halt! Halt! Halt, 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 halt! Nein, 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 nein! So ein Mist! Halt! Oh, Mensch! Nein! Na, großartig! Der ist doch eh schon ein Sparformat. Müsste der dritte doch überleben. Komm. Weil bei der dritten Dingens ist das. Ist der Schredder kaputt. Wenn die sich alle auf einen Schredder legen, jeweilig, dann dürfte einer überleben. Mist.
Kommt denn der da hin? So. Stopp! Hey, was soll das? Wartet auf mich! Ach, verdammt! Hermes der Dritte. Ach, kann ich vielleicht... Achso, okay. Ironie des Schicksals. Er nahm mir den Respekt vor dem Leben und ich habe mir den Arsch getreten. Genau. Alter. Du hast es doch selbst gesagt. Alles ist verloren. Das dachte ich auch. Aber dann habe ich Goal gefunden. Was hattest du mit ihr vor? Kann man sie noch retten? Ach, du kennst das Mädchen? Sie fiel kurz nach dir vom Himmel. Ihr Gehirn war noch nicht ganz tot. Der Rest war ziemlich hinüber. Darum habe ich einen Klon angefertigt. Er hat lange genug überlebt, um einen kompletten Scan durchzuführen. Hier, damit lässt sich deine Freundin klonen. Auch wenn ich nicht weiß, was das bringen soll. Eponia ist verloren. Lass das mal meine Sorge sein. So ein Quatsch. Warte mal. Der Scan. Oh, super. Können wir jetzt Goal wiederbeleben? Also einfach auf Knöpfchen drücken. Man kann auch hier auswählen, oder? So, ich hätte gerne... Wie gemalt. Perfekt. Drei Stück. Hä? Die Anzeige hat angefangen zu blinken. Ob das was zu bedeuten hat? Ach, egal. Wird schon schief gehen. Oh, oh. Ich versuch's nur mit einem. Ach, dann mal rein ins Vergnügen. Ich rette dich, Goal. Was ist denn jetzt schon wieder? Da geht doch irgendwas in die Hose. Was tust du? Na, rate mal. Ich rette Goal. Aber so doch nicht. Da ist ja gar keine Nukleinsäure mehr in der Maschine. Na ja. Bei dir hat's ja auch ohne funktioniert. Schnell! Brich das ab! Die Rohre überhitzen! Uns fliegt noch die ganze Maschine um die Ohren! Oh Gott! Oh nein! Nein! Oh Gott! Oder? Sie war nicht komplett ausgereift. Es liegt an der fehlenden Nukleinsäure. Ja, wo ist sie geblieben? Das Rohr führt in die Kanalisation unter Porta Fisco. Es tut mir leid. Oh nein. Aber es sieht so aus, als sei deine Freundin endgültig verloren. Nein, sie lebt. Ich kann sie noch retten. Tja, ich hätte noch einen Vorrat an Nukleinsäure. Damit könntest du sie theoretisch noch nachträglich ausreifen lassen. Aber was ist mit Deponia? Das letzte Hochboot kann jeden Moment in Richtung Elysium starten. Du kannst nicht gleichzeitig Goal retten und den Aufstiegszoll erreichen. Und selbst wenn... Die obere Aufstiegsstation ist das Hauptquartier des Organon. Alleine kommst du niemals da rein. So alleine bin ich nun auch wieder nicht. Meine Freunde vom Widerstand sind in Porta Fisco. Sie werden den Organon ablenken, während ich mich mit Goal auf das Hochboot schleiche. Und wer gibt ihnen Bescheid? Wer rettet Goal? Wer hindert Argus daran, in der Zwischenzeit mit dem Hochboot abzulegen? Du kannst nicht alles machen. Die Zeit reicht nicht aus. Da müsstest du dich schon dreiteilen. Und selbst wenn... Drei teilen? Und du bist sicher, dass du das wirklich durchziehen willst? Es ist nicht mehr genug Biomasse für drei Klone in der Kammer. So erfülle ich wenigstens doch noch einen Zweck. Du bist schwer in Ordnung, Hermes. Lass uns nicht sentimental werden. Hast du die Nukleinsäure dabei? Nukleinsäure? Check. Sehr gut. Denk daran, dass sie nicht mitgeklont wird. Nur einer von euch dreien wird sie nach dem Vorgang dabei haben. Keine Sorge, Hermes. Ich habe alles verstanden. Du kannst dich auf mich verlassen. Tja, ich hoffe nur, dass deine Konstruktion mit den Sandsäcken funktioniert, wenn der Hebel nicht betätigt wird. Es wird funktionieren. Das muss es einfach. Na dann. Oh weia. Lass uns lieber keine Zeit verlieren. Drei, zwei eins. Hepp. Na, ganz toll. Ja! Gott sei Dank. Oh, süß.
Ja, und jetzt? Eieiei, oh Gott. Oh Gott. Einer von euch beiden muss die Rebellen für einen Überraschungsangriff zusammentrommeln. Am besten du. Hä? Wieso denn ich? Na, ganz toll. Ich gehe zur Organon-Hauptverwaltung und versuche, den Start des Hochboots hinauszuzögern. Ich hab's zuerst gesagt. Nein, ich. Na, großartig. Ich gehe in die Kanalisation und rette Goal. Aber das ist mein Job. Nein, meine. Also langsam wird's albern. Wir müssen uns doch irgendwie einigen können. Aber mit euch ist ja nicht zu reden. Hilfe. Ich muss Goal retten. Ich habe die Nukleinsäure. Nein, ich. Aber Hermes hat sie mir gegeben. Nein, mir. Wir können ja nachgucken. Dann werden wir es ja sehen. Einer von diesen beiden Nulpen hat die Nukleinsäure. Aber welcher? Einer von diesen beiden Nulpen... Aber welcher? Oh Mann. Ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwie in sie reingucken. Zum Beispiel durch ein neues, cooles Interface-Element am unteren Bildrand. Okay, okay, dann gucken wir nach. So, hopp. Du hast sie nicht. Er hat sie! Wusste ich's doch. Ich habe die Nukleinsäure. Also bin ich auch derjenige, der Goal retten darf. Haha, ich wusste es. Das heißt dann wohl, ich rette Goal. Nicht so schnell. Hey. Komm. Ach. Das ist auch ein Verein, ey. Schön. Huch. Oh, Rufus, ein Klon? Boah, ein dicker Hund. Nun ja, was ihm hier zu Ohren kam, war schon allerhand. Doch nun krempelt schon mal eure Ärmelschoner hoch, weil für Deponia noch Hoffnung bestand. Es sah zwar noch duster aus, doch einer muss ja nun mal am Tunnelende die Glühbirnen weg. Sinn und weil viel zu tun war, stieg er in den Klonapparat. Zu dritt schafft man dreimal so viel weg. Hussa, dreimal so viel Dreck. Weg! Es muss weg heißen! Gut, dann sehen wir mal, wie es im nächsten Part weitergeht. Bis dahin, ciao!